Hallo, mein Name ist Roger Rogerson und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge von Alles Roger mit Roger Rogerson. Ich kann mich gut daran erinnern, weil ich das erste Mal ein Mädchen geküsst habe. Als wenn es gestern gewesen wäre. Es war auch gestern. Jedenfalls war ich so nervös. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, sollte ja nichts schief gehen. Und ich dachte mir, vielleicht haben ganz viele andere da draußen auf dieser Welt genau die gleichen Ängste. Und deswegen habe ich dieses Video gemacht, um euch die Ängste zu nehmen und zu zeigen, wie man richtig küsst. Das einfach aus sich zukommen zu lassen. Und das ganz natürlich sein zu lassen, das ist voll die dumme Idee, ja? Man sollte sowas auf jeden Fall vorher im Internet nachgucken und sich erklären lassen und das am besten zu Hause ganz häufig üben, damit man auch perfekt da drin ist. Denn es gibt nichts Besseres in solchen Geschichten, als da sehr lange und gründlich drüber nachzudenken. Deswegen ist es auch gut, dass es sowas wie Orangen gibt. Denn mit Orangen kann man sehr gut üben, wie man richtig zu küssen hat. Nicht wahr? Aber nur mit einer halben Orange allerdings. Das ist ganz wichtig, ja? Weil sonst mit einer ganzen Orange wird das nicht funktionieren. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Orange der geöffnete Mund des Partners ist, ja? Und wie man jetzt da rangeht, ist immer so eine Sache, ja? Viele Leute sagen, man soll nicht zu stürmisch rangehen, aber manche Leute mögen das halt auch, ja? Ich nenne es den Hund. Eine weitere beliebte Möglichkeit ist der sogenannte Sauger. In dem Moment legt man seine Lippen an und versucht Luft einzuziehen. Höchst erotisch. Die dritte Möglichkeit, die ich auch sehr gerne mag, nenne ich der Stecher. Die geht so, dass ihr eure Zunge benutzen müsst, denn das heißt ja auch Zungenkuss, und diese Zunge in den Mund des anderen stechen müsst. So, ich zeige euch das jetzt mal kurz, ja? Ich hoffe, ich konnte euch helfen, zu lernen, wie man richtig mit Zunge küsst, ja? Falls es euch gefallen hat, schreibt mir doch in die Kommentare und favorisiert und retweetet und Google Plust alles. Vielen Dank. Das war die erste Folge von Alles Roger mit Roger Rogerson. Oh Gott, was tue ich hier?